Letzte Anweisungen von Altmeister André Brunet für den Jungspund Vincent Restencourt. 18 Jahre alt. Jetzt werden wir hier französische Heimspiele erleben. Zwei aus Frankreich kommen hintereinander. Brier mit der Maske des Zorro. Dazu passt der Anzug. Dazu passt auch Rias Typ. Ja, Faustgewalt, vierfach Tulup.
Rostov Estrenko kämpft ein Kanada-Bursche, muss man sagen. Denn auch er hat ja sein Programm umstellen müssen, hat zum Axel ein paar Anläufe benötigt, ein paar mehr als geplant. Er braucht einfach noch den zweiten dreifachen Axel, der ihm im ersten Anlauf nicht gelingen wollte. Den hat er nochmal wiederholt, zwar auch mit ein bisschen Hängen im Auslauf, aber der vierfache Tulup am Anfang, der war wirklich allererste Sahne. Ein Feuerwerk von dreifachen Sprüngen, das eingepackt in ein Programm, das eigentlich noch Lichtjahre fürchterlicher war als das von dem Amerikaner Gable. Also da muss es eigentlich noch größere Abzüge in der B-Note geben und überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was hier am Anfang Takeshi Honda gezeigt hat. Der Japaner immer noch mit Abstand die beste Leistung bislang. Irgendwie hat man den Eindruck, relativiert sich jetzt wieder alles ein wenig. All dieses Dreifach, Vierfach, Fünffach, all diese Geschichten um. Wir drehen uns um die eigene Körperachse, um die Körperlängsachse und den Rest schweigen. Dem ist nicht so. Eiskunstlaufen ist mehr. Wie startet er? Er war vor Stefan Lindemann, 11. nach Qualifikation und Kurzprogramm. Also ich bin mir sicher, wenn der Stefan seinen Salchow und Lutz gebracht hätte, hätte auch dem Franzosen sein Vierfach nichts genützt, denn Lindemanns Programm deutlich besser und viel inhaltvoller, was die Schritte und Verbindungen anbetrifft. Es ist so wieder ein bisschen diese französische Linie, die man sehr, sehr deutlich erkennen kann. Eine Musik, die man vom Sound her sehr, sehr intensiv gestaltet. Dazu macht man die nötigen Klatschbewegungen mit der Hand, das spornt das Publikum an. Aber dadurch kann man nicht nur einfach den Mantel drüber ziehen und sagen, das war's dann. Und was sagt das Preisgericht? Das ist schon auch der Meinung, dass Rostin Kuhl nicht besser war als Takeshi Honda. Er hat nämlich nur die zweitbeste Kürbewertung bekommen. Und das ist wirklich noch sehr positiv und sehr wohlgesonnen und mit dem Heimvorteil so ist noch dabei. Und da gab es auch einen dritten Platz, einen vierten. Na gut, Japan der 8. Platz, das ist ein bisschen neben der Linie. Also man hätte da durchaus eine 5, 6, 4, 9 geben können.